Yo, Peace Leute und willkommen zum fünften Part von The Witcher 3. Wir werden uns jetzt etwas Kreuzdorn schnappen am Grunde des Flusses. Rein ins Wasser. Und dann ab nach unten. Ein Ründchen tauchen. Können wir hier auch unsere Hexersinne einsetzen? Ja, tatsächlich. Aber wir sehen ja auch auf der Karte, wo der Stuff ist. Ist es das? Ja, das war's. Sprich mit Wesemir. Alles klar, wie tauche ich auf? Ah, mit Kreis. Los, go. Tauch auf, schnell. Dein Sau. Der hat echt viel Sauerstoff, ne? Ich sollte mit Wesemir reden. Wesemir, 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 Wesemir. Du alter Pisskopf, ich gehe jetzt zu dir und nimm mir Dunkeleisenerz mit. Wesemir, Wesemir, der alte Wesemir. Los, Pferd, auf geht's. Chaos. Schneller. Pötze klingt so kacke, also ist mein erstes recht ein scheiß Name, oder? Pötze. Chaos klingt viel sicker. Wo ist denn Wesemir eigentlich? Trinkt er immer noch seinen Schnaps? Der ist bestimmt total besoffen. Kann ich mir gut vorstellen hier. In der Stadt sollte man vielleicht nicht ganz so schnell rumdriven. In der Stadt sollten wir wirklich nicht ganz so... Wobei, komm. Es ist eh Nacht. Es ist 0.15 Uhr. Uhr. Halt. Ganz ruhig, Chaos. So, der ist also tatsächlich immer noch in der Bar. Beziehungsweise davor wahrscheinlich total besoffen. Na, wie besoffen bist du, Bro? Wie viel hast du gesoffen? Was ist denn Wolf? Wolf? Cool. Ich habe einen Vertrag für den Greifen angenommen. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Du bist ein altes Schlitzohr. Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Informationen über den Greif, das mal zuerst. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Diese Idioten. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ah, zum Glück sind wir ja da. Kreuzdorn habe ich schon. Ich habe den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Intensives Aroma. Du Stadtjunge. Beleidige mich mal nicht. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich glaube nicht. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Wir können loslegen. Ich bin jederzeit ready. Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Würde ich auch sagen. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz ein Wäldchen. Und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Okay. Gut. Dann ich steht also los. Ein Kampf mit dem Greifen so langsam an. Wir treffen uns dort. Bereit. Ich kann mich nicht bewegen. Achso. Bereite dich auf den Kampf gegen, indem du Trank Donner herstellst. Okay, können wir den schon herstellen? D, ja. Das hatten wir schon. Ja, danke schön. Tutorial, das hatten wir schon. Donner. Ah, kann ich auch schon herstellen. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt muss ich die im Inventar ausrüsten. Achso, du hast einen Hexertrank. Doch, du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Navigiere zu Nützliches. Wie wirklich, also alles wird vorgekaut hier. Verwende, um den Trank Donner auszuwählen, drücke dann X. Donner. Was bringt der überhaupt? Vitalitätsregeneration, Vitalitätsregeneration im Kampf und 5 Sekunden Wirkungsdauer, also sowas wie ein Heiltrank. Und drücke dann X. So, jetzt ist der ausgewählt. Jetzt kannst du den Trank im Spiel verwenden, drücke nach oben den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren und auf den zweiten Platz zu aktivieren. Okay. Aktuell ausgerüstete Gegenstände. In meinem Besitz. Mit Hilfe der Filter kannst du Gegenstände in bestimmten Art. Mhm. Mit deinen wichtigsten Charakterwerte. Okay, okay. Ja, ist gut jetzt. Okay, okay. Wir haben jetzt Donner drin, aber ich möchte es eigentlich auch haben. Statt Wasserflasche, weil wir haben mehr von Brot als von Wasserflasche. Was ist das? Das ist auch ein Heiltrank. Nee, das ist. Ah, doch. Das ist aber auch Regeneration. Aber Donner ist ein bisschen besser. So, finde Wesemir.
Steig doch auf. Verdammt. Geralt. Auf, mach doch jetzt. Mach, komm. So, für den Kampf, was soll ich mit der aus... Am besten eigentlich Igni. Igni ist so, finde ich am besten für den Kampf... Wieso kann ich es nicht auswählen? Ich kann es nicht auswählen. Warum muss ich dafür absteigen? Weiter so, Plätze. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist auch nicht so schlimm. Hoffentlich werden wir es einfach nicht brauchen. Oder vielleicht kann ich es nicht, auch weil ich im Pferd sitze oder so. Das kann natürlich auch gut sein. Ne, sind fast on the way, Alter. Was geht? Oh, ich finde diese Welt so schön, ne? Es ist... Und auch, es ist erst ein kleiner Teil und ich bin schon richtig gespannt auf mehr. Ey, Vezemir. Was machst du da? Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Wir können anfangen. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Okay. Dann hoffen wir mal, dass er recht bald kommt und nicht erst 10 Tage braucht. Wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Wer wohl der Gast sein würde? Und ein schwarzer Bildschirm. Oh, wir haben also eine ganze Zeit gewartet. Ist schon wieder hell. Aber wir hören ihn. Und da kommt er. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Servus. Was ist das? Eine Armbrust. Jetzt bekommen wir die Armbrust. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Gespielt hast du also sowas? Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Ah, er hat recht, aber ich habe auch recht. Okay. Hier rüste ich die Armbrust aus. Wie rüste ich die aus? Ah, hier. Um Armbrustbolzen zu verschießen. Okay. Hui. Königsreife, wir haben doch einen. Oh, schau auf so. Okay, das wird jetzt ja so ein krasser Fight. Macht die viel? Die macht ja gar keinen Schaden. Hui. Warum hast du dein. Warum hast du die Fäuste? Hole, gefälligst deine Waffe raus. Ah, so machen wir schon mehr Schaden. Das gefällt mir. Bam, bam. Oh. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Ein paar Damage und ein bisschen abhauen wieder. Der hat ja aber wesentlich mir schön einen mitgegeben. Oh, das war ein guter Move von ihm. Muss man ihm lassen, aber er ist fast down. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sie deine Adrenalinpunkte allmählich. Okay. Wie kann ich diesen Spezialangriff einsetzen? Gib mir mal Igni. Oh, wo ist... Verpiss der sich jetzt? Nee, oder? Quill ist hier. Ey! 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 Bro! Bleib Quill ist hier! Oh, ich hab's weggedrückt, weil ich mit X gesprintet hab. Ah, ich kann auch halten zum Sprinten. Ah, okay. Muss gar nicht spammen. Da bin ich so GTA gewohnt und so, dass man einfach... Wo komme ich denn hier am besten hoch? Komme ich hier hoch? Ja, ich schätze doch mal, ja. So, du Kackgreif! Jetzt gibt's auf die Fresse! Oh. Tschüss. Kommst du wieder her? Oh, ich glaube, er kommt. Ich glaube, er will Action machen hier. Komm doch jetzt! Ja, schön ausweichen hier, aber jetzt... Was? Jetzt sind wir bei der Mühle. Ja, ich wollte mir ja, dass uns jemand in die Quere kommt. Uah.
Das war ein Move. Ah? Ah, verdammt. Wir sollten aufpassen. Der hat zwar wenig Leben, aber er scheint jetzt so eine Art zweite Form zu haben. Also das heißt zweite Form, aber halt. Er ist krasser geworden. Nimm mal Donner hier. Mal kurz heilen. Hui. Okay, da ist er gelandet. Hat es ihn erwischt? Ich glaube nicht. Komm. Und komm. Zack. In den Arsch. Und er ist tot. Schick. Haben wir geschafft. Zum Glück spiele ich auf leicht. Ihr merkt, ich komme noch gar nicht klar. Nicht schlecht. Auch Dankeschön. Wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt nie aus. Oder nee, zum Beispiel ist besser, vielleicht lernen wir da noch was. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Alles klar. Wir uns in der Herberge. Ja, du willst schon wieder spielen, du Pisser. Und saufen, ne? Nimm meine Trophäe vom Kadaver. Was leuchtet da? Ah, jetzt. Monsterklaue. Ja, ich nehme einfach alles mit. Ich nehme immer alles mit, Leute. Schneidet ihr ihm jetzt echt den Kopf ab? Ja, anscheinend. Jetzt haben wir einen schönen Kopf dabei, ne? Ist schick. Du hast ein Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fertigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen Absud herzustellen. Okay, wir sollen das Charakterfenster öffnen, um mehr zu erfahren. Was? Mutagene. Positioniere Mutagen auf den entsprechenden Plätzen, um einen Bonus auf deine Charakterwerte zu erhalten. Ich wähle den Filter Mutagene aus. Oh, nein. Ja. Meditation. Ich weiß. Das kenne ich. Nur muss ich... So. Jetzt das hier. Plus 50 Vitalität. Und das kann ich... Genau, das kann ich hier auswählen. Okay. Das ist cool. Da finden wir bestimmt im Laufe der... Oh Gott, finden wir im Laufe der Story bestimmt noch mehr. Aber 50 Vitalität ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt holen wir unsere Belohnung ab. Jetzt haben wir einen Friedhof hier. Ein Ort der Macht und ein paar Gegner, die Stufe 7 sind. Zum Glück spiele ich auf leicht. Hey, hör auf, den Ort der Macht zu attackieren. Wo ist der hin? Ciao. Oh, er ist wieder da. Boah, du kannst dich porten. Boah, du bist krass. Aber nicht krass genug. Pisser. Lass mal ein bisschen fressen. Kann ich jetzt den Ort der Macht nehmen? Sehr schön. Fertigkeitszeichen. Was diese Zeichen. Das Plus bedeutet wahrscheinlich, dass die besser sind, ne? Ja, Zeichenintensität tatsächlich. Ja, Ignilus ist mal ausgerüstet. Wir haben einen Fertigkeitspunkt dadurch erhalten. Ich würde jetzt am liebsten einfach nochmal das skillen, weil ich eh noch keinen anderen Platz frei habe und das... Erhöht nochmal den Angriff. Hab ich das jetzt gemacht? Nee, ich muss... Doch. Achso. Ach, Viereck muss ich ja drücken. Stimmt. Ich drücke immer X, weil das so normal ist. Ja, möchte ich verbessern. Und ja, das wird genau gleich dazu gezählt. Ja, wir haben eh keinen Platz jetzt gerade. Ich möchte ja auch das mit dem Axi-Zeichen auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Und den nächsten Platz kriegen wir erst auf der nächsten Stufe. Das heißt, wir haben eh keinen Platz. Also von dem her bringt es jetzt nichts irgendwas... Neues zu machen. Ja, wir sollten vielleicht auf dem Weg bleiben, so ein bisschen. Ja, zum Glück spiele ich auf leicht, ey. Da bin ich echt froh drum. Wie gesagt, wir können die Schwierigkeit jederzeit noch ändern, wenn ich merke, dass ich so langsam reingekommen bin. Aber noch bin ich ganz froh drum. Ich glaube, der Greif wäre echt hart geworden. Der hat ja schon richtig abgezogen hier, der Boy. Der hat schon richtig krass gefightet. Aber dank der leichten Schwierigkeitseinstellung konnten wir ihn besiegen. So. Und langsam. Perfekt, die Ausdauer war von unserem Pferd war gerade leer. Ist natürlich super, dass es bis hierhin gereicht hat. Hat der gerade... Achso, der hat Heil irgendwas gesagt. Ich habe irgendwie gedacht, so Heil Hitler. Heil Herr Seher, hat er gesagt. Was oder so. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Oh. Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie.
Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein. Was sind Knutenhiebe? Nein. Ist das sowas wie Auspeitschen oder so? Es ist eine Knute. Was? Oh, schreib mich mal nicht so an. Kein freundlicher Hauptmann mehr, was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe den Greif getötet. Was denn sonst? Was ist denn sonst hier? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Jennifer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greif nicht getötet. Wie du mir. So ich dir. Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt. Oh, also gib mir sogar Gold dafür. Das ist natürlich nett. Einige Logo von schnellen Entscheidungen. Wähle er deine Antwort aus. Wieso soll ich es nicht annehmen? Natürlich nehme ich es an. Warum sollte ich das nicht annehmen? Keine Ahnung. Oh, der wird ausgepeitscht. Peitschenhiebe. Ja, das ist also ein... Das ist wohl sowas wie Auspeitschen, so Knutenhiebe. Bereite dich mit Vesemir auf den Ausbruch aus Weißgarten vor. Oh, was? Tarodes? Ich wollte es nicht! Das war keine Absicht. Nein, ich will dich nicht bekämpfen. Das war keine... Ah, oh, ich muss aufhören. Ich muss aufhören beim Sprinten zu spammen. Ich muss damit auch... Ich habe gerade die ganzen Sachen geklaut. Weil ich halt... Ich bin es halt gewöhnt aus einem GTA, aus einem Bully die Ehrenrunde, aus so vielen Spielen, wo man einfach spammt zum Rennen. Also in den heutigen Spielen ist es selten so, dass man das noch macht, außer halt in einem GTA. Aber ich bin da noch oldschool, wisst ihr? Und früher in den Spielen war es fast immer so, wenn du gespammt hast, ging es schneller. Oder man hat es sich zumindest schneller gefühlt so ein bisschen. Ist genauso wie dieses Controller mit wippen, sag ich jetzt mal. So bei Rennspielen oder so. Ich muss damit aufhören, weil ihr habt es gerade gesehen, was passiert. Warum laufe ich überhaupt da lang? Das ist die falsche Richtung. Bin ich eigentlich total am Arsch? Ey, Scheiße, Mann. Was passiert denn hier? Wusa. Sammel dein Ski, MJ. Und sei wieder ready for Witcher 3. Und lauf nicht in die falsche Richtung und stürzt dann eine Brücke runter. Du Pissgesicht. Oh Gott. So, mir ist immer kurz zweimal gestorben. Waren es eigentlich unsere ersten Tode jetzt? Wäre ein bisschen peinlich, ich hoffe, wir sind davor schon mal gestorben. Also irgendwie peinlich, dass das meine ersten Tode waren, wenn es die ersten Tode... Doch, das war die richtige Richtung, oder? Doch, das war die richtige... Hä, seit wann ist da eine Lücke? Halt! Ach so, hier muss ich doch entlang. Und der arme Dude, der da ausgepeitscht wird... So. Chaos zur Zeit, dass... Oh, der rennt immer so weit. Ich höre schon auf, so zu laufen und dann rennt er immer noch ein paar Schritte weiter. Das ist echt asozial. Auf geht's. Genau, esse yondre imme nicke dicke dicke. So sehe ich das auch. So, also ab nach Weißgarten, zurück in die Herberge. Ich würde doch mal gerne wieder eine Partie Gwyn spielen. Wer hat da Bock drauf, ne? Irgendwie dann von den Leuten. Aber schneller! Ich will die umreiten. Hätte ich schon mal wieder Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich richtig cool. Ich feiere sowas. Ich feiere sowas. Der hat uns doch irgendwas gesagt von wegen, ja, geh dahin, wenn du ein richtiger kranker Dude bist und das zeigen willst. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo und was. Es gibt ja eine Quest, aber habe ich schon geguckt, das hat keine Markierung. Das ist einfach nur sammle alle Quintkarten. Das ist halt so eine sammelbare Quest. Und ist ja auch scheiße. Oh, wir haben keine Pferdeausdauer mehr. Hier sind noch ein paar Leute aus dem Weg. Tschüss, tschüss, tschüss. Gut, dass es die Leute nicht ankotzt, wenn man die umreitet. Weil ich denke, wenn ich einen töten würde, sondern wenn die ja schon pisst in dem Dorf. Aber umreiten ist in Ordnung. Servus, ich laufe über dein Feld. Und mach alles kaputt. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen langsamer. Uah, wieso bist du immer noch so schnell? Egal, bleib so schnell. Und halt. So.
Wese mir. Na, bist du mal wieder am Saufen? Macht ihr da? Ach, der ist einfach besoffen. Oh, eine Katze, hallo. Wese mir, Bro. Hab alles geklärt. Fest gescheitert, im Kampf gefallen. Da wohnen ein paar Freunde und stimmt was nicht. Was für eine Quest? Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Wer ist das? Patrioten trinken die siebte Runde für Temerien und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Im Kampf gefallen? Was war das für eine Quest? Wir sollten uns haushalten. Wahrscheinlich war das halt irgendwas in der Stadt und das ist jetzt kaputt gegangen oder so. Kann ich nachgucken, welche Quests gescheitert sind? Das würde mir nämlich jetzt gefallen. Im Kampf gefallen. Sagt mir auch nichts. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ja, die gute Dame will keinen Ärger. Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ach, die Besoffenen. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Alter, was geht denn bei denen ab? Lass mich los! Alter! Wir sollten ja nicht einschreiten, ne? Aber jetzt ist es wohl zu spät. Dieses Medaillon. Ihr wisst, was es heißt. Zurück. Alles klar. Alter! Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehen. Stimmt das? Ja, natürlich. Was deine immer. Was habt ihr euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt. Wir gehen nirgendwo hin. Oh, oh. Das gibt Stress. Oh, und diesmal ziehen wir auch die Schwerter und nicht nur die Fäuste. Das sehe ich. Das heißt, das Ganze wird blutig enden. Zack, 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 bam. Oh, 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 mies. Oh, wie wir ihn zerschnitten haben. Bam. Jetzt. Ich hab doch nicht alle getötet. Hey, ich wollte alle töten. Batz, Alter. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet. Und kommt nie wieder. Das war doch der, der ausgepeitscht wurde. Und die Barfrau schmeißt uns raus. Verständlich. Ich meine, das wird nicht gut ankommen bei den Nilfgaardern, dass hier in ihrer Bar, in ihrer Taverne Leute umgebracht wurden. Und da stehen auch schon Soldaten. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Ich glaube, das juckt ihn nicht, wer die angefangen hat. Oh. Moment mal. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yennefer? Wie? Ich hörte, das kommt überraschend. Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Ich bin doch gar nicht blutbeschmiert. Ich hab nicht schlechte Ausrede. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Im Bett. Ich hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Macht die Pferde bereit.
Warum so eilig? Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Es erwartet jemand, mich jemand? Nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertraute. Ein Kaiser? Die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Okay, das ist wahrscheinlich Vorgeschichte aus einem der anderen Teile, schätze ich mal. Die ich natürlich nicht weiß. Die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Ich kann es mir ja mal anhören. Ne? Also, scheint ja kein guter Freund von uns zu sein. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro wird sich zweifeln. Ja komm, jetzt ist Luschen doch gleich den Schwanz, Alter, überhaupt. Was ist mit dir? Verehr den doch nicht so. In die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Also verlieren wir jetzt unseren treuen Kameraden Vesemir. Ein Pferd? Schnell? Gar nicht klar. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich. Willst du mich gerade zu einem Battle herausfordern? Zu einem Reitbattle? Flieder und Stachelbeeren. Damit haben wir diese Quest also abgeschlossen. Kriegen 150 Erfahrungspunkte. Zack! So, hier gehört wieder ein Race. Bruder. Haust du rein, Vesemir? War schön, mit dir einen Greifen zu töten und diese Banditen. Ja, wow, tolles Race. Tolles Race. Ey, krass, Alter, ihr seid so fast. Boah, spürt ihr das schon, Alter? Du hast richtige Windstöße entgegen. Nun gut. Ab zum Kaiser von Nilfgaard. Was auch immer der uns für ein Angebot unterbreiten will. Da haben die Grafiken etwas zu spät geladen. Aber anscheinend hat die Yennefer das gleiche Angebot gemacht. Und sie hat das angenommen. Nee, eigentlich nicht. Es hätte schmutzig werden können, hättest du nicht abgelehnt. Hat mich ein Krebs in den Sack gebissen. Schnee. Aber kein normaler Schnee. Ja, ich glaube, jetzt sollten wir echt einen Race machen. Was sind das für? What the fuck? Ah, das ist mies. Was sind das für Dudes? Sehr schön, Yennefer. Verlernt hat sie anscheinend nichts in den 2 Jahren, wo sie uns nicht gesehen hat. Yennefer, wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz. Nach der Audienz, da sind die Stadtmauern, von der sie gesprochen hat. Also ab in Sicherheit. Aber wer war das überhaupt? Ich weiß gar nichts. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Vysimar, dort befinden wir uns nun auch. Vysimar, Hauptstadt des besetzten Temerien. Und wir werden gewaschen. Das Gefühl. Seht euch das Grinsen von jemand. Er lehnt das doch auch nicht ab. Privatsphäre? Jetzt schicken die die weg. Es hat gerade angefangen Spaß zu machen. Das muss reichen. Oh. Hab ich Staub auf meinen Schultern oder was? Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger platzen.
Auf dem Gott. Frag ich mich auch. Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger. Nix rasieren, mein Bart bleibt Bart. Der lässt sich doch nicht rasieren. Der Bart sieht nice aus. Stimmt was nicht mit meinem Bart? Hallo, der sieht swaggy aus. Bart auszusetzen. Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Oh Mann, unser schöner Bart. Ich werde ihn vermissen. Er hat uns lange begleitet. Ich heule. Ich heule. Auf einige Fragen ein. General. Entschuldigung. Ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morbrand Voorhees, Kommandant der Division Alba. Servus. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer. Du einige Informationen. Ich habe auch einen Namen, nicht nur Hexer. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Und du sprichst ein bisschen leise. Der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, wie der uns angehört. Unbekannt. Eltern, unbekannt. Alter, unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg Lavalette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten. Einem Arjan. Oh Gott, ich habe keine Ahnung davon. Ist das aus dem Vorspiel? Ich schätze mal. Ich glaube, es kommt besser, wenn ich das sage, oder? Ich habe ihn verschont. Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft. Das stimmt. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Arjan ist entkommen. Und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden. Und ich will einfach das aus, was sich besser anhört. Die Frage ist, wie? Weil ich weiß es nicht. Iorvet, ich kenne die alle nicht. Ich nehme einfach das mit Iorvet. Ich habe Flotsam mit Iorvet verlassen, dem Kommandanten einer Skoyatel-Einheit. Ein Monsterschlechter und ein Menschenschlechter. Interessante Allianzen schmiedest du. Dankeschön. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Rasieren? So schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Mui. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Davon weiß ich nix. Sagen wir das. Weil, wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Ich habe mich in persönliche Belange eingemischt und Iorvet geholfen, Saskia von einem Fluch zu befreien. Ja, und Radovid damit einen Grund für seine Hexenjagden geliefert. Glückwunsch. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte still sitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Weiß ich nicht. Ich sag, sie ist entkommen, weil es cooler ich klingt. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Der Leto! Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale. Also ohne Bart sehen wir lang nicht so toll aus wie mit. Schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Ich habe Leto umgebracht. Ich bin hart. Ich bin Held. Ich bin hart. Allianz ist unwiderruflich vorüber. Ich habe Leto in Loch Muin getötet. Davon hörten wir. Umso besser. Das hat unseren Agenten schwierige und schmutzige Arbeit erspart. Kein Problem. 50.000 Gold. Deine Unterschrift bitte. Zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast. Bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Form. Ja, du hast mir aber nichts angedroht, sorry. Möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen.
Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn. Oh, die Kleidung. Krasse. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Dankeschön, dessen Name ich schon vergessen habe. Darf ich mir jetzt selber die Kleidung auswählen? Oh, tatsächlich. Ich glaube schon, oder? Sieht stark so aus. Es sind ja drei Stück da. Auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug. Oh, das in der Mitte sieht ja scheußlich aus. Das links hat was und das rechts sieht auch nicht. Oh, das in der Mitte sieht ja richtig grässlich aus. Das links. Alle Farben sind für eine schwarze. Schwarz. Schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Okay, also darf ich mich tatsächlich selber dafür entscheiden. Finde ich gut. Kleide dich und sprich mit dem Kämmerer. Der ist erstmal im Kreis gelaufen. Gut, aber ich würde sagen, wir beenden hier den Part von The Witcher 3, Wild Hunt. Und dann werden wir im nächsten Part unsere Kleidung aussuchen. Modeblogger, würde ich sagen. Hier haben wir erstmal unseren Bart rasiert, aber hat auch alles auf Vlog aufgenommen und so, wie man das macht, gescheit. Und gleich suchen wir uns im neuesten, ich kenne keine Kleidungsstores, irgendeinen teuren Kleidungsstore, suchen wir uns die neueste kippe Kleidung aus. Seht ihr dann alles morgen im Vlog. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, schaut in die Playlisten auf den Kanal vorbei. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann würde ich sagen, peace up und haut rein.